Grüße, hier sind eure schwarzen Seiten vom EP 2005 mit Amy Summers. Hallo Leute, wir haben euch lange nicht mehr gesehen. Was ist denn so passiert in der Zwischenzeit? Ja, wir sind ja eher auch von der eher zurückhaltenden Aktion. Das heißt, wir sind dabei noch sonst zu machen. Dann denke ich dann immer, es gibt überhaupt keinen Grund, Interviews zu machen, weil ich ja jedes Mal nur sagen müsste, wir sind dran, wenn die Leute fragen, wann gibt es euer Album? Wir sind dran, kann ich jetzt nur nochmal sagen. Und wir sind eigentlich ein bisschen, muss ich sagen, vom DGT überredet worden, quasi einen Live-Auftritt zu machen. Also es ging darum, dass wir einen Auftritt in der AK gemacht haben. Und dann habe ich gesagt, danke, machen wir nicht. Weil wir sind nicht die klassische Liveband. Also wir haben davon abgesehen, dass wir Jobs haben, davon abgesehen, dass ich Fotogeschichten mache, davon abgesehen, dass ich alles Mögliche mache, sind wir halt nicht die typische Liveband, die ständig unterwegs ist und auf die Bühnen der Welt erobert. Und dann bin ich eigentlich eingeladen worden, also als Gast, um eine Party zu machen, irgendwas. Und dann kam es so ein bisschen so durch die Hintertür. Also eine Stunde Gitarre und ein bisschen singen. Und dann haben wir halt überlegt, das kriegen wir hin, weil das ist das, was wir eigentlich machen. Da hat mich gut zu guter Letzt überredet. Ja, dieses Arschloch sagt die ganze Zeit, du bist schuld. Also auch wenn es morgen nichts wird, ist er schuld. Ja, nee, und wir haben dann überlegt, wenn es um sowas geht, das ist das eigentlich, was wir machen. Und ein bisschen die Überlegung von mir war, dass es sogar für die Psyche der Band gar nicht mehr schlecht ist, weil wir sind inzwischen auch studiomäßig unterwegs. Also auch so, dass Frank zwischen selbst ein kleines Studio stark hat, dass wir einige Songs von vornherein elektronisch beginnen, aber dass ich denke, die eigentlichen Blues, das ist wirklich eine klappige Stimme. Und dann dachte ich, vielleicht wäre das gar nicht schlecht, das aufzufrischen, weil es ist nicht so, wie man vielleicht denken könnte, dass Frank und ich jeden Abend melancholisch und so Songs zum Besten geben. Das ist nicht so, weil wir eben auch x andere Sachen machen. Und jetzt haben wir eben in den letzten Wochen, in den letzten Monaten ein Set an Start gebracht von knapp 20 Songs oder sowas in einer Akustikversion, die zum Teil auf CDs erschienen sind, also so bearbeitet sind, dass du das Original fast nicht mehr erkennst. John Fryer ist ein super Typ, keine Frage, aber die Alben sind halt oberfett produziert, wenn ich das so höre, denke ich, boah, das ist ja und richtig experimentell und schräg zum Teil und vor allem Brüche drin gebracht in diese harmonischen und akustischen Geschichten. Und dann dachte ich, okay, das wäre eigentlich ein guter Plan, wirklich eine Akustik zu machen, so wenn Leute bei uns zu Besuch sind, bei mir zu Hause, bei Frank zu Hause und wir sagen, wir spielen ein paar Songs. Und so haben wir halt ein Set jetzt an den Start gebracht, das wir dann auch eine Hand zum Besten geben werden. Back to the roots sozusagen. Ja, genau. Und deswegen wahrscheinlich dann auch die Entscheidung, das Ganze auch im kleineren Rahmen zu geben. Ja, es gibt ja immer die Überlegung, natürlich könnte ich mir vorstellen, Didgeridoo-Typen am Start zu haben und Streicher und bla bla und bla bla und bla bla. Und dann denke ich, aber dann kann ich gleich auch die Synthie-Kanone fahren. Und dann kann ich ein Videospektakel machen mit ekelerregenden, spektakulären Sachen, die es zu sehen gibt. Frauen, die Sex mit Tieren haben zum Beispiel. Und wo ich dann dachte, der eigentliche Witz besteht ein bisschen darin, oder das wirklich Didgeridoos? Nein. Oh, das ist so. Also wo ich dachte, ein bisschen der Witz wäre wirklich das so zu machen, wie wenn du abends vorbeikommst und ich sage dem Frank, wir spielen zwei, drei Songs. Ich wohne ja in der Kirche, inzwischen noch umgebaut ist. Das ist ein super Sound. Und deswegen gibt es keine Nacktschnecken, die mit ihren Maps umgehen, keine Background-Tänzerinnen, keine Schlagzeuge, keine Blabla, sondern es ist das pure Ding. Und ich hoffe nur, die Leute schlafen nicht ein. Das ist das, was wir praktisch machen, wenn wir Songs schreiben, wo wir dann in die Schule gehen, wo es dann ausgearbeitet wird, wo dann auch manchmal Songs nicht mehr wiederzuerkennen sind, wie sie dann eigentlich in einem Album sind, so werden sie dann. Also wir fangen quasi mit dieser klassischen Songwriter. Also ganz, ganz ursprünglich, ja. Und das ist natürlich ein Stück weit mutig. Manchmal sagt man sich, warum macht man es? Also das frage ich mich jedes Mal, wenn ich irgendwo hinfahre, warum tue ich mir das an? Weißt du, zu Hause ist auch ganz nett und ich könnte ein schönes Wochenende verbringen, aber dann fährst du los und so. Ich meine, das ist ja toll, aber
uns liegt es auch daran, wir sind ähnlich wie andere Bands. Also ich denke, es gibt natürlich bei Berufsmusikern, gibt es natürlich diese Geschichten wie neues Album, die Tour zum neuen Album. Dann gehst du wieder ins Studio, machst du einen weiteren Album. Das sind uns dann auch von wegen oder so. Und wir können uns ein bisschen den Luxus gönnen. Das ist voll scheiße, das ist kein Luxus. Aber dass wir normale Jobs haben, dass wir nicht von der Musik leben in dem Sinn. Und das macht uns vielleicht die Kleinen ein bisschen exotisch oder sowas, dass wir auch nicht diesen normalen Rhythmus, den wir in der Zahl machen müssen. Und wir müssen auch nicht live auftreten, um das Miete bezahlen zu können. Und kommen mal auch andere Entscheidungen dann zustande, wie zum Beispiel das Konzert würde man normalerweise so nicht machen. Also ja, das ist eigentlich nur eine eigene Geschichte, die wir jetzt dazu durchziehen wollen. Also ich denke irgendwie, wenn ich anfange zu überlegen, die Geschichte fetter zu machen, dann denke ich, jetzt versteht doch jede Band heute aus dem Staat, was ich fotografieren kann. Ich hätte so eigentlich die riesigen Voraussätze. Und da gibt es eine Videogeschichte, das fette Brett und Feuer und Flammen. Das können wir uns auch vorstellbar, aber weil es wie gesagt so ein bisschen dann war, ein bisschen, ja, könnte nicht eine Stunde wenigstens und Wohnungen und Kram. Und dann haben wir eine Kultur hier. Und dann haben wir gesehen, Port Roland, Ben Clark, ich vergöttere Ben Clark. Die werde ich ja eigentlich nicht nur hier, weil ich hoffe, Backstage zu treffen. Und zu sagen, N, sollen wir nicht mal was zusammen machen? N, sollen wir nicht zusammen mal ein paar Songs irgendwie machen? Du bist halt zu alt. Das wird doch nicht rausgeschnitten, das Arschloch. Er sagt, du bist doch auch zu alt. Nee, und dann mal überlegen, wir machen diese ganz grobe Geschichte, so wie es die Leute leben würden. Ich bin manchmal ein bisschen im Konflikt. Ich höre schon ewig von unserem AK. Ihr braucht doch gar nicht so einen riesen Aufwand. Ihr stellt euch auf die Bühne und wenn ihr einen Song spielt, dann haut es die Leute weg. Und ich dachte bisher immer, das ist, weil die es billig haben wollen. Also weil ich denke, ich stelle die zwei Baden auf die Bühne, was die mehr braucht sie, das kostet dann auch nicht viel. Ein Stück weit ist es aber richtig, weil ich denke, wir machen schon, ich habe kürzlich wohl gelesen, dass wir Stimmungsmusik machen. Man hätte nicht kotzen können, weil das klingt ja nach Bierzelt oder sowas. Aber letztendlich ist da was dran, weil wir schon Songs machen, die mehr wirklich eine emotionale, vielmäßige Geschichte vermitteln. Ich meine, wenn da Stinker stehen, schneller, lauter, härter, dann kann es auch nicht heben. Aber wenn es uns gelingt, so eine Stimme zu transportieren, wie sie manchmal ist, wenn wir zu Hause einfach spielen und das auf der Bühne zu machen, dann wird es funktionieren. Deswegen denke ich, so blöd ist das gar nicht, was unser Leben uns alles erzählt. Uns geht nicht darum, dass man einfach nicht so diesen Aufwand fahren will, sondern ich denke, das ist das, was wir am besten können. Und das haben wir jetzt in den letzten Wochen wieder geprobt, geübt, geprobt und Texte. Mein Rechner ist völlig abgekackt. Ich musste alle Texte nur eingehen, fassen. 20 Lieder reinbringen, 20 Lieder reinkriegen. Innerhalb von ein paar Wochen. Und wir glauben, dass wir sie reingekommen haben, aber das wird man morgen sehen, ob es so ist. Ist es denn für euch was Besonderes, auf dem WGT zu sein? Das sowieso. Also ich muss sagen, WGT, also für mich, ich habe jetzt hier keine große Aufnäher WGT oder am liebsten würde ich jetzt gerne Hemd tragen, wo hier so aufgestickt ist, WGT Rules oder sowas. Aber das ist natürlich schon die Veranstaltung in Leipzig sowieso. Also ich kriege jetzt keine Kohle vom Tourismuszentrum. Aber muss ich sagen, das ist nettes Ding. Eigentlich reicht es einmal im Jahr auf dem WGT zu erscheinen. Wir müssen nicht mal spielen, ich darf rum, das hat man gesehen. Und mehr muss ich gar nicht machen. Das ist okay. Okay, dann wünschen wir euch noch viel Spaß hier. Und danke euch ganz herzlich für das Interview. Schönen Wohnzimmer beim Konzert. Okay. Viele liebe Grüße. Danke. Ja.